Sie sollten, meine sehr verehrten Damen und Herren, einem Menschen misstrauen, dem allzu geläufig das Adjektiv kafkaesk über die Lippen kommt. Ich warne Sie vor Menschen, die, sagen wir, beim Anblick einer einsamen Burg rufen, das ist ja so kafkaesk wie im Schloss von Kafka. Die jeden Behördengang als kafkaesk empfinden, zu schweigen vom Ausfüllen amtlicher Formulare, denen zu einem Prozessverlauf stets eben nur jenes Wort einfällt, kafkaesk. Kafkaesk ist nämlich zu einem modischen Allerweltswort geworden und verstellt uns den Blick auf das Werk jenes Autors, dem die heutige Sendung zugedacht ist, eben auf Franz Kafka, der 1883 in Prag auf die Welt kam und 1924 in der Nähe von Wien an einer unheilbaren Tuberkulose verstarb. Wenn wir uns diese Lebensdaten noch einmal kurz betrachten, dann sticht ins Auge, wie reich bestückt die literarische Landschaft jener Jahre mit epochalen Werken war. Ich nenne hier nur ein paar Autorennamen, um die Dichte kurz anzudeuten. Als Kafka an seiner ersten Erzählung schrieb, hatten sich Marcel Proust und James Joyce, hatten sich Rainer Maria Rilke, Thomas Mann und Virginia Woolf und viele, viele andere bereits einen Namen gemacht oder standen unmittelbar davor. Sehr viele berühmte Namen also, sehr viele verschiedene Schicksale, doch kaum eines hat die Fantasie seiner Leser stärker beschäftigt als jene des Autors und Versicherungsangestellten Franz Kafka. Ist er uns deswegen so vertraut? Ich fürchte, nein. Denn nach seinem Tod, viele Jahre nach seinem Tod, Kafkas Ruhm setzte so recht erst ein Vierteljahrhundert nach dem Tod ein, erscheint uns der Autor in den verschiedensten Gestalten. Sein erster Biograf, sein enger Freund Max Brodt, hat uns seinen Kafka geschenkt, einen dem mystischen, dem jüdischen tief verpflichteten Intellektuellen. Dann kamen jüngere Historiker, die uns Kafka als den Propheten des Holocaust vorstellten. Wieder andere präsentierten uns den schonungslosen Analytiker der Moderne. Und in seiner Heimatstadt in Prag tritt er allgegenwärtig in allen drei Varianten als Touristenattraktion auf. Glücklicherweise haben wir seine Werke, wobei hier das Wort glücklicherweise keine schnell dahingesprochene Floskel ist. Vor seinem Tod bat Kafka seinen Freund Max Brodt, alles Unveröffentlichte zu verbrennen. Manuskripte, Entwürfe, Briefe. Literarisch sollten von ihm nicht einmal ein Dutzend Werke übrig bleiben. Max Brodt überging die Bitte des Sterbenden. Wir Leser sind ihm dafür unendlich dankbar. Kafkas Interpreten auch und Kafkas Verleger naturgemäß genauso. Bleiben wir, verehrte Zuseher, bei einem der frühen Werke, das Kafka erhalten wollte, bleiben wir bei der Erzählung Die Verwandlung. Im Manuskript, wohl 1912 fertiggestellt, erschienen erstmalig in Leipzig im Jahr 1915. Es ist die Geschichte von Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und entdeckt, dass er zu einem Käfer geworden ist und deshalb seinen Dienst nicht antreten kann. Seitdem sein Vater vor 5 Jahren sein Geschäft verloren hat, bringt Gregor die Eltern und seine Schwester Grete als Handelsreisender durchs Leben. Das ist nicht der Beruf, den er sich erträumt hat. Dennoch gilt er als äußerst gewissenhaft, jedenfalls bis noch vor kurzer Zeit. Jetzt also hat er sich in einen Käfer verwandelt. Er krabbelt die Wände hoch und zieht leicht verdorbenes Essen einer frischen Nahrung vor. Durch seine neue Lage verändern sich schnell die Machtbeziehungen in der Familie. Gregor ist schließlich nicht mehr der Ernährer, sondern ein peinliches Mitglied. Der junge Mann, oder besser gesagt der Käfer, ist nicht mehr er, man spricht von ihm als es. Die Familie arrangiert sich ökonomisch, nimmt Logiegäste auf. Der Vater hat eine Stelle als Diener gefunden, seine Frau näht Wäsche. Gregors Schwester arbeitet als Verkäuferin. Gregor, das Insekt, verkümmert in einer Abstellkammer. Als einer der auf äußerste Sauberkeit bedachten Gäste das kleine Tier bemerkt, kommt es zu einem scheußlichen Skandal. Gregor wird in sein Quartier gesperrt. Am nächsten Morgen ist er tot. Die Familie atmet auf, denn das Leben
kann weitergehen. Ich möchte, verehrte Zuseher, Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Punkte lenken. Der erste betrifft die immer gern gestellte Frage, ist das Ganze eigentlich autobiografisch zu verstehen? Selbstverständlich nicht in dem plumpen Sinne, steckte Kafka in dem Käfer, sondern wollte uns der Dichter etwas über den Horror mitteilen, der sich in seinem Elternhaus abgespielt hatte? Natürlich ist es möglich. Schließlich nutzt jeder Schriftsteller eigene Erfahrungen. Außerdem war Kafkas Vater Hermann tatsächlich eine Zeit lang Handlungsreisender, bevor er in Prag einen Laden für Galanteriewaren eröffnete, der nun zugegeben die Mutter von Gregor Samson mit Näharbeiten hätte beauftragen können. Und Kafka hatte zwar drei Schwestern, doch nahe fühlte er sich nur der einen. Und auch Kafka arbeitete in einem Beruf, den er nicht sonderlich liebte. Er war erst kleiner, dann zunehmend bedeutender Angestellter in der Prager Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Hilft Ihnen das beim Verständnis, gar beim Genuss der Lektüre? Sie dürfen, meine Damen und Herren, getrost Nein sagen. Was Interpretationen angeht, ist Franz Kafka vermutlich das am häufigsten missbrauchte Versuchsobjekt der westlichen Literaturgeschichte. Generationen von erzwungenen Abituraufsätzen können hierfür ein malträtiertes Beispiel ablegen. Und mit jedem biografischen Detail, das neu an die Öffentlichkeit gelangt, setzt sich das Karussell der Deuter von vorn in Bewegung. Vielleicht war der Vater in Wirklichkeit gar nicht so streng. Vielleicht hat der Bub ja nur übertrieben, was aus künstlerischen Gründen übrigens völlig legitim wäre. Vielleicht war auch die Arbeit bei der Versicherung gar nicht so nervtötend. Vielleicht lieferte sie gerade einem Schriftsteller viele Anregungen, wenn er nach Sonderlichem oder Absurdem suchte. Führt uns das weiter? Ich fürchte nicht. Es lenkt nur ab von dem schieren Vergnügen, sich auf den Text selbst einzulassen, sich auch das Lachen, das Unerwartete zu gestatten. Nehmen wir nur einen Punkt. Selbstredend tauchen in der Weltliteratur immer wieder zur Überraschung der Leser oder Zuschauer Tiere auf. Denken Sie nur an den Faust. Da braucht es eine Weile, bis uns der Autor erklärt, was denn des Pudels Sinn, also Kern, sei. Bei Kafka, darin liegt das Glück des Lesers, wird überhaupt nicht erklärt, warum hier plötzlich ein Handelsreisender zum Käfer wird. Wie bei, sagen wir, Alice in Wonderland. Auch hier ist das Unbegreifliche einfach schlichtes Faktum. Der Begriff Komik, meine Damen und Herren, stammt aus dem Griechischen und ist von dem Wort für Komos, für den Festzug, abgeleitet. Wir dürfen uns eine Bilderfolge vorstellen, die uns verstört, gleichzeitig diese Verstörung aber wieder auflöst, eben in Lachen. Wenn Franz Kafka aus seinen Texten las, so erinnern sich Zeugen, kam er vor Lachen bisweilen nicht weiter. Dieses Lachen war eine Befreiung. Ich erwähne das an dieser Stelle, um den Dichter vor Interpreten in Schutz zu nehmen, die diese Texte vor Ehrfurcht am liebsten heilig gesprochen sehen. Kafka, und auch das ist kein frisch enthülltes Geheimnis, war ein begeisterter Kinobesucher. Gerade die Filme von Charlie Chaplin hatten es ihm besonders angetan. Dessen Film The Tramp war der große Kassenschlager des Jahres 1915 und auch in Prag. Und wie sehr Elemente des Slapstick in Kafkas Werk mitschwingen, können Sie in dem Roman Der Prozess nachvollziehen. Der etwa um dieselbe Zeit, um 1915, entstand allerdings erst 1925, also nach des Dichters Tod und wohl auch gegen seinen Willen erschienen. Josef K., Prokurist in einer Bank und angesehener Bürger, wird am Morgen seines 30. Geburtstags verhaftet. Er denkt zunächst, es handelt sich um einen Scherz seiner Kollegen, denn die Vertreter der Justiz sind keine gewöhnlichen Beamten. Doch ein merkwürdiges Verfahren wird von einem nicht in Erscheinung tretenden Gericht gegen ihn eröffnet. Und bald fühlt sich Josef K. allein schon aufgrund der Tatsache angeklagt worden zu sein, schuldig. Er nimmt sich einen Rechtsbeistand, versucht dann, ihn wieder loszuwerden.
Ein Geistlicher erläutert ihm seine Lage mit einem Gleichnis, das er nicht, selber nicht zu deuten versteht. Schließlich wird Josef K. von zwei, wie Kafka schreibt, halbstummen, verständnislosen Herren abgeführt und in einem Steinbruch mit einem Fleischermesser erstochen. Jawohl, mit einem Fleischermesser, meine Damen und Herren. Auch an dieser Tatwaffe haben sich manche Interpretationen entzündet. Kafkas Großvater, der Vater seines Vaters, war schließlich Fleischhauer und Schächter. Man kann diesen Roman naturgemäß ausführlicher nacherzählen, als ich das gerade gemacht habe. Dem Verständnis hilft es kaum weiter, denn das Werk besteht wie ein irrer Traum aus Sequenzen, aus, wenn Sie so wollen, Filmszenen, die ineinander überblendet werden, aus Szenen, denen Sie sich als Leser einfach aussetzen müssen. Und wenn Sie beim Lesen lachen, ergriffen sind, Tränen vergießen, dann fragen Sie um Gottes Willen nicht, warum. Die Deutung von Träumen ist allemal weniger ergreifend als das Träumen selbst. Bedenken Sie nur, verehrte Zuseher, dass Kafka zu einer Zeit schrieb, in der die großen Soziologen Auguste Comte oder Max Weber den Siegeszug des Planbaren, die Berechenbarkeit des Alltags verkündeten. Alle diese Prozesse seien unaufhaltbar und universal, schrieben die Herren. So universal wie die Herrschaft jener Beamten aufs dem Schloss über die Dorfbewohner, zu denen, diesmal heißt der Held nur noch K., zu denen der Landvermesser K. stößt. Auch diesen Roman, auch das Schloss, hat Kafka nicht zu Ende geschrieben. Seine Lungenkrankheit verhinderte das. Wieder geht es um die Ohnmacht der Existenz des Einzelnen angesichts eines anonymen Apparates, der Herrschaft ausübt, ohne sichtbar sanktionieren, also strafen zu müssen. Der Gehorsam läuft den Untertanen voraus wie ein langer Schatten. Nein, es kommt nicht zu Peinlichkeiten, zu direkten Konfrontationen, wie sie knapp zwei Jahrzehnte später George Orwell in seinem Roman Farm der Tiere oder 1984 beschrieb. Kafka ist der Meister der Zurückhaltung. Kafka ist, und das möchte ich Ihnen, verehrte Zuseher, ganz besonders ans Herz legen, auch der Meister einer Sprache, deren Zauber sich erhält und gegenüber manchem vermeintlich politischeren Roman behauptet, und gerade weil sie sich so wenig von sich so wenig aufhebens macht. Anfangs habe ich davon gesprochen, dass wir sehr sorgfältig mit dem Begriff Kafkaesk umgehen sollten. Er ist leider zu einer Art Schnickschnack-Begriff der Moderne geworden. Wenn aber hierzulande Arbeitsgerichte Entlassungen bestätigen, weil der oder die Angeklagte einen Centbetrag nicht ordnungsgemäß abgerechnet hat, dann ist das nicht Kafkaesk. Es ist schlicht eine überkommene Form von Klassenjustiz. Wenn ein Präsident den Überfall auf ein anderes Land durch gefälschte Dokumente legitimiert, ist das auch nicht Kafkaesk. Es ist einfach nur altmodisch imperialistisch. Kafkaesk war es auch nicht, dass die drei Schwestern von Franz Kafka in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet wurden, zu schweigen von anderen Angehörigen und Freunden. Sie verstehen, meine Damen und Herren, worauf ich hinaus will. Machen Sie die Werke von Franz Kafka weder zu einem politischen Anliegen noch irgendeiner anderen Botschaft untertan. Sie würden sich sonst den Zugang zu einer ganz einzigartigen Form von literarischer Erleuchtung zumauern. Und das wäre schade.